Ah, okay. Wir werden... Verdammte Scheiße. Tut mir leid, dass ich stören muss, aber es gibt noch mehr Ärger. Bischof, bist du da? Ich höre es. Du weißt, was zu tun ist. Ich öffne eine Brücke. Weißt du, Deacon, ich glaube, Abstergo ist immer noch sauer wegen deines Jobs letzten Monat. Was du nicht sagst. Okay, die Brücke ist offen. Los. Man kann wohl nicht in Abstergo infizierte Daten rumschnüffeln, ohne Staub aufzuwirbeln. Wir haben nicht nur geschnüffelt. Wir haben Daten gestohlen, Vorläuferproben zerstört und ein paar Server gecrashed. Das sollte reichen. Okay, ich habe hier einen Cut gemacht. Willkommen in einer weiteren Folge von Assassin's Creed Unity. Und die letzte Folge war wirklich hoch emotional. Beziehungsweise so, was das bis jetzt, sag ich mal, bis zu diesem Zeitpunkt fand ich, das war schon so ein Höhepunkt. Dass wir da Black, umbringen mussten. Auch wenn ich den Fight so ein bisschen nicht ernst genommen habe, weil ich dachte... Oh, da müssen wir reinspringen, ne? Na egal, ich bin... Oh, Erfolg freigeschaltet. Ein gelöstes Rätsel. Wir müssten eigentlich auch mal diese Helix-Risse da, diese Mission dazu spielen. Weil das sind jetzt da die sozusagen, die man machen muss, aber es gibt auch, glaube ich, noch welche, die man machen kann. Und ich bin gespannt, in welchem Zeitalter wir dieses Mal landen. So, den Ausgang aus der Kanalisation finden. Da wären wir wieder. Zurück im alten, ungeordneten Code. Dieses Mal liegt das Portal über dir. Ein paar hundert Meter. Okay, ich glaube, wenn ich schon die Sirenen höre, dann weiß ich, wo wir sind. Oder sein werden. Ja, wir sind im Zweiten Weltkrieg, Freunde. Und natürlich kein Spiel ohne irgendwelche Nazis. Das besetzte Paris. 1944. Die Brücke erobern. Und scheint jetzt irgendwie so eine... Oh, Alter, Freunde. Den Eiffelturm erreichen. Ach genau, jetzt... Oh. Okay, du darfst nicht lange hier bleiben. Unvollendete Erinnerungen sind zu gefährlich. Du musst einen Ausgang finden. Und hier sind irgendwelche Soldaten. So, den Eiffelturm erreichen. Können wir hier hochklettern? Ja, können wir. Oh, ich wollte natürlich auf jeden Fall schon mal hier hochklettern in Assassin's Creed einmal, den Eiffelturm hoch. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass man solche, diese Risse eingebaut hat, ne? Damit man einfach mal in Paris auf die ganzen neueren Bauwerke klettern kann. Beziehungsweise im Prinzip eigentlich nur den Eiffelturm, ne? Nur um das, damit man das hier machen kann, wurden diese Risse wahrscheinlich eingeführt. So, aber mir ist es recht, ne? Also, so, wo geht's denn hier weiter? Also kann ich hier... Nein, kann ich nicht. Okay, hier geht's schon mal nicht hoch. Lol. Bin ich falsch hochgeklettert? Den Eiffelturm erklimmen. Boah, ich glaube, wir sind falsch hochgeklettert. Zumindest sehe ich hier keinen... Punkt, den man erklimmen könnte. Oder muss ich hier klettern? Über diese mittleren Dinger. Und da sehen wir auch schon die, kann es sein, dass das indiziert ist oder irgendwie? Also nicht indiziert, aber das... Normalerweise müssten ja Hakenkreuze dran sein. Ah! Wow! Genau, schießt einfach mal den Eiffelturm ab. Weißt du, ist das sowas wie die Befreiung von Paris? 1944 hört sie ja schon, ja, wow! Hört sich ja schon ziemlich an nach Ende, also nach D-Day und sowas. Na, ihr wisst schon Bescheid, denke ich mal. So, hier sind irgendwelche Soldaten. Restaurant. Wo müssen wir überhaupt hin? Hier hoch? Wir sollen an die Spitze. So. Ah, hier. Boah, der Eiffelturm ist auf jeden Fall ein bisschen mitgenommen worden, ne? Beziehungsweise so die Inneneinrichtung ist nicht mehr viel übrig. Beziehungsweise nicht mehr viel funktionstüchtig. Ja, schieß doch einfach alles ab. Kann ich eigentlich... Ja, ich kann. Ich wollte einfach nur gucken, dass ob man hier durch diesen Stromschlag da irgendwie Schaden kriegen könnte. Also auch in diesen...
Was ist denn so? Alter, Freunde, guckt euch mal das an. Ist schon ein Unterschied zum Paris des 18. Jahrhunderts. Oder 17. Wow. Nein, nein, nein. Wow. Oh, das war knapp, ne? Oh, das ist mal. Ja, genau. Wir können einfach abschießen. Wie geil ist das denn? Ach, okay. Dann warten wir, bis er kommt. Gut, wir haben, eigentlich haben wir genug Leben, ne? Da könnten wir versuchen. Lol, was war das denn für ein. Naja, durch ein bisschen Vorhalten müsste es ja eigentlich klappen. Ja, so viel zu den, Deutschen, ne? Oh Mann, ey. Ja, das schon. Was steht denn hier drauf? Deutschland siegt auf allen Fronten. Ah. Okay, da haben wir sogar einen deutschen Spruch in einem französischen Spiel. Ah, das sind deutsche Zeppeline. Ich dachte, die Zeppeline gibt's nicht mehr. Seit dem Vorfall mit der Hindenburg. Da ist er. Dein Ausgang. Beeilung. Wie das einfach schon zur Normalität geworden ist. Ne? Einfach so ein. Keine Ahnung, irgendwie so ein Portal mitten über dem Eiffelturm, ne? Oh ja, komm, kletter mal rein. Ja, stell mal vor, man ist jetzt derjenige, der das macht, ne? Also der. Also jetzt im Real Life sozusagen der Assassin, der jetzt hier diese Erinnerung spielt. Der muss einfach mal irgend so ein komisches Portal reinklettern. Da würde ich schon überlegen, ob ich nicht die Sparte wechsle. Oh, was ist das denn? Gibt's auch noch Sniper jetzt hier, oder was? Haben die Deutschen nichts Besseres zu tun gehabt? So, wahrscheinlich muss ich hier rein. Genau. Geil. Okay, so ein bisschen kann man die Dinger ja noch gebrauchen, ne? Aber ich möchte nicht die Reparatur bezahlen. So. Hier sind irgendwelche Soldaten. Weg hier! Und da ist wieder ein MG. So, sind das unsere? Die Flugzeuge zerstören, also alle. Nee. Ich dachte gerade, man könnte schießen, wenn die kommen, aber dann ist man die ganze Zeit unterdrückt. Also, wenn wir ein paar Kugeln fressen, ist das ja nicht so schlimm. Ja, so ein bisschen nervig ist das ja schon mit den ganzen MG-Geräuschen, aber. So. Den hätten wir schon mal. Wieder in Deckung und heilen. Ach lol, das geht auch. Ja. Gut, dass ich das mal gesehen habe. Ja. Durch das Portal kommen. Wo ist es denn? Da oben. So, und wer jetzt ganz schlau ist, und sich mit den ganzen Flugzeugen auskennt von den Deutschen, da kann man in die Kommentare schreiben, welches Modell das denn war. Würde mich mal interessieren.
Portal ist äußerst instabil. Wahrscheinlich fallen wir jetzt da durch. Kann ich mir vorstellen. Das habt ihr nicht gesehen. Das war irreal. Weißt du, irgendwie habe ich damit sogar gerechnet, dass ich einfach diesen Fehler mache, ne? Und nicht genau an die Spitze hochkletter, aber... YOLO! Aber gut, dass die Speicher... Also, dass die... Die Checkpoints human gesetzt sind, ne? Also... Müssen wir nicht so viel neu machen. So. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich noch auf den... Auf die Spitze der Spitze. Weiter, wir können es wieder öffnen. So, jetzt sind wir ganz oben. Das reicht. Du musst springen. Boah, guckt euch mal diese Sicht an. Was ist das? Das ist der irgendwie der Louvre oder sowas? Zumindest kommt mir hier die Ecke bekannt vor. Aber gut, springen wir ins Portal. Die Resistance. Où est le collaborateur? Ja, das war's dann mit der Erinnerung aus dem Trailer. Ja, wer es vielleicht gesehen hat, da gab's ja auch diese Szene mit den Flugzeugen, die auf uns geschossen haben im Trailer. Und ja, da haben wir das gerade mal gespielt. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergehen wird. Vor allem gerade nachdem wir Belleck auf dem Gewissen haben. Und voilà, wir sind zurück. Danke, Deacon. Lass uns diese Transfers auf ein Minimum beschränken, okay? Hey, das liegt einzig und allein an deinem Novizen, mein Freund. Schließlich hinterlasse ich nicht so viele digitale Fußabdrücke in Paris, dass man sie für kleine Hundehäufchen halten könnte. Notiert. Wir rufen dich, wenn wir dich brauchen. Okay, wir wären wieder da und... Wir sind jetzt, glaube ich, ein Jahr in die Zukunft gesprungen. Wir sind jetzt im Jahr 1792 und ich glaube, wir waren davor 1791. Das heißt, wir können mal hier gucken, denn diese Zeitung leuchtet hier gerade. Ja, Journal de Paris 1792 und ich würde das mal gerne lesen. Da. Im Nachgang des Chaos im Palais de Tuileries, ja, genau, Bezirk. Oh, ich möchte es mal lesen und nicht irgendwelche die ganze Zeit. So, enthob die gesetzgebende Nationalversammlung den König seines Amtes. Er steht mit dem Rest der königlichen Familie im Temple unter strenger Bewachung. La Laterne, Lanterne, wo sieht der Wolf? Heute nutzen sie. Bürger, ich habe eine große Folge. Oh, Bürger Sharp hat mit großem Erfolg den Einsatz seines neuesten Kommunikationsmittels vorgeführt. Binnen weniger Stunden wurden Nachrichten zwischen Paris und Lille ausgetauscht. Ein wahres Wunder der modernen Wissenschaft. Interessant. Und gibt's hier irgendwas eigentlich Neues? Ich habe da irgendwelche... Oh, da oben ist was. Haben wir irgendwas freigeschaltet? Ich würde sagen, wir machen diese Folge sowieso jetzt nicht mehr noch eine neue Hauptmission. Wir gucken einfach nochmal hier im Café Theatre, was so... Ja, gut geschlafen, genau. Gerade unseren Mentor umgebracht und dann... Ja, hast du gut geschlafen? Kann man ja mal fragen, ne? So. Schlafen? Ist das jetzt oben? Nee, das ist unten, oder? Ja, vor allem, was ist das denn überhaupt? Das habe ich noch nie gesehen, dieses Symbol. Ist das wohl hier? Also hier geht's auf jeden Fall hin. Da hinten ist die Mission und hier ist... Imposant, oder? Was ist das? Ein Erbstück der Bruderschaft. Diese Rüstung gehörte einst Thomas de Carnion. Ich habe absolut keinen Schimmer, wer das ist. Er leitete die Ergreifung von Jacques de Molay, brach die Macht der Templer in Europa für mehr als ein Jahrhundert.
Es ist Tradition, dass ein Assassine, der Frankreich und der Bruderschaft große Dienste geleistet hat, zum Dank seine Rüstung erhält. Das Gewölbesegel ist seit 200 Jahren verschollen. Seitdem blieb es verschlossen. Ich kann verstehen, warum ihr keinen Schlosser gerufen habt. Erzählt mir von dem Siegel. Es bestand aus drei Ringen, einer für jede der Türen. Das Siegel wurde zerstört, bevor es verschwand. Ohne Zweifel befinden sich die Fragmente in Paris, doch es gibt nur vage Hinweise auf ihren Aufenthaltsort. Und falls jemand all diese Schlüssel findet, wäre das ein ausreichend großer Dienst für die Bruderschaft und Frankreich? Das könnte man wohl so sagen. Natürlich kein Assassin's Creed ohne eine Möglichkeit, eine Rüstung freizuschalten. Und warum sind wir jetzt eigentlich blau? Oder ist das nur... Okay, das ist nur die Belichtung. Ich dachte nämlich gerade schon. So, was... Hä, das ist das... Toll. Das, ich habe gerade gedacht, das wäre das gewesen mit diesem Hoodie da, ne? Oder was das ist. Aber... Es ist es nicht. Und zwar ist es das hier. Und gut, dass wir es jetzt hier hingehen, ne? Die Nostradamus-Scheibe. Ach, wir haben schon einen... Ah, das ist das. Das, es gibt überall diese Nostradamus-Rätsel und ich habe eins, glaube ich, schon mal offscreen gemacht. Interessant. Das heißt, am Ende werden wir uns diese Rüstung mal holen. Und hier ist irgendein Rätsel, aber das machen wir jetzt mal nicht. Ich will nämlich wissen, was das ist, dieses Symbol. Und ich frage mich, ob das eventuell... Was hier? Alter, im Café-Theater gibt es einfach so viele Stellen, die wir noch nie angeguckt haben. Vor allem, es gibt da auch noch einen Clubraum, den hat mir ein Kumpel gestern gezeigt, als wir Koop gespielt haben. Und, okay, das scheint die Assassinen... Ja doch, das ist das Assassinen-Dingens, glaube ich. Könnten wir mal, wenn wir... Ja, okay, das ist, ja, okay, da müssen wir auch hin. Da kann ich erstmal hier irgendwas alles auffüllen erstmal. Oh, wir haben wieder 5 Punkte. Gucken wir mal ganz schnell, ob wir das irgendwo investieren können. So, was gibt's denn hier? Erstmal Gesundheit. Nope. Schleichen. Ah ja, da könnten wir uns auch jetzt irgendwas holen. Luftdoppelattentat. Verkleiden. Fernkampf. Geldbomben. Oder das hier. Gut, die Meister der Dingenswaffen. Was ist das denn? Gnadenstoß. Ja, können wir das nicht schon? Na egal. Auf jeden Fall, ich glaube, ich hole mir... Alter, wir holen uns alles aus Schleichen, kann das sein? Denn ich würde mir gerne... Obwohl Gemeinschaftssinn eigentlich viel Sinn macht... Diese Sync-Punkte, die kriegt man eigentlich richtig schnell wieder. Also so 4 ungefähr, also diese 4 Punkte. Und von daher würde ich mir eigentlich wirklich das hier holen. Das Luftdoppelattentat. Weil Fernkampf, das kommt erst später, Sequenz 9. Und von daher brauchen wir nicht sparen. Ich kaufe einfach direkt das Luftdoppelattentat. Habe ich schon sehr vermisst eigentlich. So. Ja, das müsste es gewesen sein. Und aber ich kann aber auch nicht hier gucken, oder? Nein, kann ich nicht. Okay, ja gut, ich würde sagen, wir machen hier einen Cut und wir gucken das uns irgendwann später an, was das ist, also dieses Symbol da. Ich glaube, wenn es sich hier nicht mehr zu sehen ist, dann muss es im Café Theater sein, aber wir gucken einfach mal irgendwann, wenn wir da wieder sind. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, haut rein, bis dahin, ciao!